Hallo Freunde, schön aufgepasst, hier kommt der Spieleblock zu euch nach Haus. Es hat sich ein bisschen was verändert, so, für denjenigen, der das Spiel schon mal gespielt hat. Zum Beispiel fangen wir jetzt alle in Peking an, weil im ersten Spiel sind wir nach Peking gereist. Also alle mal eine Figur da bitte reinstellen. Ab nach Hause. Danke. Wir sind ja, wie gesagt, im ersten Spiel dahin gelatscht, alle als Marco Polo, und deshalb sind wir jetzt im Auftrag des Khan in Asien unterwegs, und da haben sich die Stadtnamen geändert und die Routen. So. Außerdem haben sich de facto alle Aktionen geändert, die wir so machen. Wir machen grundsätzlich immer noch genau dasselbe, heißt, wir setzen Würfel ein, wir kriegen für die Würfel Zeug. Zeug ist das hier. Kamele, Geld sind die beiden Hauptzahlressourcen, und dann haben wir noch die anderen Ressourcen, die wir umwandeln in Aufträge oder Spezialsachen. Sind Pfeffer nach wie vor, Seide, Gold, und es gibt eine neue Ressource, das ist Jade. Das sind diese Miepel, genau. Sind gerade substituierend für diese Perlen da oder Pillen oder zum Beispiel. Was wir grundsätzlich erreichen wollten, sind nach wie vor natürlich Punkte. Das heißt, wir haben hier auch eine Punkteleiste. Wir hätten da hinten die 1, neben die 1 am besten mal eine Figur stellen alle. Da sammelt ihr die Punkte, nach wie vor alles dasselbe. Und wer am Ende am meisten Punkte hat, gewinnt. Wir spielen auch wieder 5 Runden, wie wir das schon kennen. Am Beginn jeder Runde würfeln wir wieder, wir setzen die Würfel wieder ein. Würfel einsetzen heißt nach wie vor, wir müssen so viele Würfel auf ein Feld einsetzen, wie Würfel abgebildet sind. Hier 2, 1 und so weiter. Felder sind nach wie vor aufgeteilt in blaue Felder, in andersfarbige Felder und andersfarbige Felder. Das ist noch nicht hundertprozentig konsistent, wird dann im Original so sein. Alles, was nicht blau ist, ist einmal besetzbar. Okay? Also kann nur ein Würfel hin. Auf blau kann gestapelt werden. Erinnern wir uns vielleicht aus dem Grundspiel. Wenn gelb da ist und du bist auch schon hier, dann kannst du, wenn du willst, hier nochmal drauf gehen, weil das sind zwei getrennte Felder. Ja? Hier darfst du nicht nochmal drauf, weil jede Farbe nur einmal möglich pro Feld. Grundregel. Wenn du hier drauf gehst, ist möglichst ein anderes Feld. Allerdings musst du jetzt zahlen. Du zahlst immer so viel, wie dein kleinster Würfel zeigt. In dem Fall ein Würfel, also einfach die 5. Du musst 5 Kohle in die Bank zahlen, wenn du das machen willst. Okay? Warum sage ich kleinster? Weil es gibt hier mehrere Felder. In dem Moment ist halt Sinne 2 dein kleinster. Wenn jetzt das Feld schon besetzt ist und du willst hier drauf, dann musst du jetzt wie viel zahlen? Wonderful. Also ist völlig egal, was da drunter liegt, du musst immer deinen kleinsten selber zahlen. So, wenn du diese Aktion auslöst, dann passieren natürlich verschiedene Dinge. Hier sind sie nur bedingt abhängig davon, was du selber reingelegt hast. Manchmal hast du eine Bedingung, also hier musst du halt mindestens einen 5er reinlegen. Hier mindestens ein 1er, das ist noch relativ einfach bei 6-seitigen Würfel. Hier halt ein 3er, dann 5er. Hier gibt es Dinge, wenn du dann mindestens ein 2er, der kleinste, so kannst halt nichts nehmen, wäre ganz toller Zug. Wenn du das machst, dann kannst du halt das, das oder kannst du alle nehmen. Doch, tatsächlich mit dem 1er kannst du auch das hier nehmen, habe ich gerade geändert. Das ist ein Fehldruck hier. Das ist eben überspielt. So kannst du halt nur das hier nehmen, was auch immer das bedeutet. Hier unten sitzen 2 Karten, das sind so wie die Stadtkarten. Normalerweise müssen wir uns die ja freischalten, indem wir da hingelaufen sind. Diese Karten sind für alle verfügbar, ändern sich aber jede Runde. Also am Ende der Runde kommen die weg und es kommen 2 neue nach. Ja? Die werden also rotieren immer. Hier ein Würfel besetzt für die gesamte Runde. Fertig, kein anderer mehr drauf. Hier unten legt der erste Würfel fest, was die nächsten zeigen müssen. Muss also gleich oder höher sein. Ja, kennen wir. Ich krieg 4 Kohle und 2 Kamele. Gut, soweit Fragen zu dem Grundsystem? Gut. Gehen wir mal zum System, wo wir Ressourcen bekommen. Das ist der Markt hier. Hat sich geändert? Alles gut. Wenn ich hier einsetze, geht es um diese Spalte. Wenn ich hier einsetze, um diese, wenn ich hier um diese. Ja? Also das hier ist nicht zu dem, das hier ist nicht zu dem, sondern diese beiden Felder gehen zu allem, was hier steht. Ja?
wenn ich hier einsetze, so, oder das System ist bei allen gleich, ich suche mir immer eins der vier zur Verfügung stehenden Kasten aus. Ja? Wenn ich den nehme, kriege ich eine Jade, hat sich gerne eine Seide und ein Kamel. Wenn ich den nehme, kriege ich zwei Seide und ein Kamel. Wenn ich den nehme, muss ich eine Seide zahlen. Eine Jade. Eine Jade. Jade, Entschuldigung. Ja. Natürlich, ja. Also muss ich das einfach zahlen, dann kriege ich das. Wenn ich das hier will, muss ich zwei Jade zahlen. Das System ist überall gleich. Okay, der einzige Unterschied, hier gibt es zwei Felder, die ich einsetzen kann. Warum? Ganz einfach, weil du sonst natürlich extrem viel zahlen musst, wenn die besetzt sind. Wenn der schon besetzt wäre, so hast du einfach nur eine zweite Chance, das umsonst zu kriegen. Umsonst, aber man muss dann natürlich einen hohen Würfel einsetzen. Der ist auch am stärksten. Da gibt es Gold tendenziell, da gibt es Seide tendenziell, da gibt es Pfeffer tendenziell. Aber ihr seht schon, es gibt auch manchmal hier Gold oder eine Mischung. Und grundsätzlich ist aber eher Gold, eher Seide, eher Pfeffer. Hier gibt es sogar Fettpfeffer mal. Gut, Bewegung. Wir wollen uns ja auf dem Plan grundsätzlich bewegen und verschiedene Städte erschließen. Und das findet über das hier statt. Hier ist generell egal, was für Würfel ich einsetzt. Wenn ich mich hier hinsetze, dann muss ich erstmal zwei Geld zahlen, egal ob ich der Erste bin oder nicht, und darf dann einen Schritt laufen. Wenn der Nächste, der kommt, muss natürlich wie üblich das zahlen, was er draufgesetzt hat. Also müsste es jetzt zwei zahlen und nochmal zwei, weil die Aktion ja grundsätzlich zwei kostet. Zahlst also vier und darfst dann einen Schritt laufen. Ja? Ein Schritt ist dasselbe wie üblich, von 1 zu 1, also musst du hier auch stehen bleiben oder was auch immer. Und du musst wie üblich die Kosten dazwischen bezahlen. Ja? Heißt also hier, wenn du das jetzt machen würdest hier hinlaufen wollen, hast du ja schon mal 4 gezahlt für das, zahlst nochmal 3, sind 7 und 2 Kamele und zack, bist du da in Xi'an. Xi'an kennen wir schon aus dem ersten Spiel. Wenn du irgendwo landest, wenn du irgendwo stehen bleibst, darfst du auch ein Häuschen setzen. Ja, brauchst du deinen Handelsposten da, zahlst also 4, der das macht, kriegt dieses Plättchen hier. Das ist in dem Fall ein schwarzer Würfel. Schwarze Würfel kennen wir noch alle aus dem Grundspiel. Sind genau dasselbe, nur dass einer mehr jetzt im Spiel ist als sonst. Bist dann dort und löst dann die Stadt aus. In dem Fall ist es eine Auftragsstadt, das heißt, du nimmst dir sofort einen der Aufträge. Ja, sagst dir, keine Ahnung, der gefällt mir, nimmst ihn dir. Am Ende deiner Runde wird der ergänzt. Mhm. Ihr seht, es gibt hier unten noch keine Aufträge mehr. Aufträge gibt es jetzt nur noch über das Spielfeld. Mhm. Ich muss also mich bewegen, um Aufträge zu bekommen. Das erste Spiel war mir zu faul, da hat man sich zu wenig bewegt. Deshalb wird man jetzt gezwungen, dass man da etwas voranschreitet. Genau, das ist der. Es war mir tatsächlich zu einfach, da Aufträge zu holen. Das war so eine. Deshalb habe ich das geändert und jetzt ist man gezwungen, sich zumindest ein bisschen auf ein paar gezielte Städte zu bewegen. Und wenn man denn schon mal ein Haus in ein paar von diesen Städten hat, keine Ahnung, du bist hier und hier, warum auch immer. Dann darfst du künftig auch diese Aktion nutzen. Du darfst dir 1 bis 2 Aufträge nehmen, und zwar von Städten, wo du bereits ein Haus hast. Ja, du darfst jetzt also da von den beiden wählen. Wenn du natürlich hier wärst, dürftest du auch noch von da wählen. Du darfst auch einen hier nehmen und einen hier nehmen. Wie du willst, kannst du beliebig mischen, auch beide hier. Das ist deine Entscheidung. Kleinigkeit, das ist gerade noch nicht, da ändere ich noch eine Kleinigkeit. Aber egal, so, jetzt ist, wenn du eine 1 legst, dann darfst du nur eine nehmen, weil wie üblich bestimmt der Würfel immer, was dein Minimum ist. Das sehen wir jetzt nämlich auch gleich hier beim weiteren Bewegen. Wenn du dich hier bewegen willst, dann darfst du 1 bis 3 Schritte gehen. Ja? Wenn das so ist, darfst du natürlich nur 2 gehen, weil dein niedrigster Würfel ist eine 2. Ja, aber wenn du, keine Ahnung, das so machen würdest, darfst du 1 bis 3 Schritte gehen. Kostet dich nichts weiter wie hier, ist for free quasi. Natürlich musst du die Wegkosten zahlen. Ja, seht jetzt schon, das Bewegen ist an sich billiger, aber die Wegkosten hier sind deutlich gesteigert. Das hat sich jetzt halt geändert. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, sich zu bewegen. Das ist das hier. Brauchst du 3 Würfel. Allerdings darfst du ein Haus mehr setzen auf deinem Weg. Da darf ich mich aber nur bis zu 3 dann. Genau, richtig. In dem Fall nur bis zu 3, wenn das jetzt hier bis zu 4, also immer der niedrigste Würfel wie üblich. Weiterhin, genau dasselbe.
Du dürftest jetzt also, keine Ahnung, wenn du hier stehst und du machst jetzt diese Bewegung, 1, 2, 3, 4, weil du zu viel Geld hast, dann darfst du hier und hier ein Haus fallen lassen. Da, wo du endest, immer und zwischendrin noch 1. Wenn du jetzt irgendeine Bewegung machst, du kannst du gerne 1, 2, 3, 4, dann müsste ich halt entscheiden, hier oder hier eins fallen zu lassen. Okay? Häuser fallen lassen ist so üblich, das macht man so mit Häusern. Kennst du ja. Genau, die hast du immer dabei und lässt halt da eins fallen. Also baust halt ein Haus zwischendrin. Dort, wo du ein Haus baust und ein Haus fallen lässt, so wie es der Fachmann nennt in der Handwerkersprache, dort kriegst du ja dann auch die Erträge. Also alles passiert nach dem Reisen. Also du musst zuerst das komplette Reisen bezahlen, dann kriegst du Erträge. Okay? Das ist generell so, falls euch das irgendwann unterkommt im Spiel, immer alles zuerst zahlen, dann gibt es Erträge. Gut. Der Startspieler der nächsten Runde wird dadurch bestimmt, wer als letztes hier eingesetzt hat und wer als oberstes eingesetzt hat. Ja, auch wenn du jetzt hier nochmal einsetzt, nach Andreas, ist Andreas Startspieler, weil er als oberstes eingesetzt hat. Wenn du jetzt aber auf die Idee kommst, naja, auch für einen Schritt will ich einfach dringend Startspieler bleiben, dann oder werden, wie auch immer. Es ist nicht besonders wahrscheinlich, soll aber schon mal vorgekommen sein. Oder vielleicht für zwei Schritte kannst du das mal Sinn machen, weil dann könntest du sogar, keine Ahnung, wenn du kannst du sogar zwei Häuser fallen lassen. Aber ist eher unwahrscheinlich, dass du das machst. Dann würdest du Startspieler werden, weil zuletzt eingesetzt oder beziehungsweise am weitesten oben, wird also von oben nach unten gebrochen. Ansonsten läuft der Startspieler weiter? Nein, oder bleibt stehen. Also es wird immer bestimmt, wer es letztes hier eingesetzt hat, von oben nach unten. Und wenn tatsächlich niemand sich bewegt in der Runde, bleibt er stehen. Es ist extrem unwahrscheinlich. Also, glaube ich, habe ich noch nie in mehreren 100 Grundspiel und den Testpartien gesehen. Das werden wir doch hinkriegen. Ich accepte. Wir bewegen uns einfach überhaupt nicht in diesem Dreckspiel. Ja, genau. Gut, was haben wir noch? Wir haben noch ein Nicht-Aktionsfeld. Wir erinnern uns. Ich habe die Aktionsteil nicht mehr dabei. Es gibt die Resterampe. Die ist ein bisschen verbessert. Also ich kann immer als Zusatzaktion einen Würfel auch hier reinstellen. Oder mehrere, auch wenn ich lustig bin. Für jeden Würfel, den ich da reinstelle, kriege ich entweder 3 Geld oder 2 Kamele oder eine Jade. Okay? Das ist eine Zusatzaktion. Wir erinnern uns, Zusatzaktionen finden entweder vor oder nach der Aktion statt. Es gibt als Zusatzaktion noch Auftrag erfüllen. Ein Kamel zahlen, um einen Würfel neu zu werfen. 2 Kamele zahlen, um den Würfel um 1 hochzudrehen oder runterzudrehen. 1 auf 6 geht nicht. Also als, oder 6 auf 1. Und als letzte Sonderaktion kann ich 3 Kamele ausgeben, um mir einen schwarzen Würfel zu kaufen. Ja, das kennt ihr noch, diese Grundaktionen. Hoffe ich. Wir fangen übrigens alle mit 3 Kamelen an, nur so als Kleinigkeit. Schwarze Würfel sind einfach nur ein Zusatzwürfel, ne? Genau, ist ein Zusatzwürfel und nicht nur einfach nur. Die auch noch? Nein. Und das waren Dreier, glaube ich. Immer. Genau, die größeren sind Dreier. Ein schwarzer Würfel ist nicht nur ein schwarzer Würfel, sondern er ist auch keine Farbe. Eben. Ganz wichtig, ja, nur kurz als Beispiel. Also darf man nochmal reinsetzen. Genau, das ist ja. Genau, das ist ein durchaus wichtiges Detail. Gut, was haben wir noch? Wir haben hier die. Bitte? Die Leiste da oben habt ihr noch. Ja, zu der komme ich am Schluss, das ist eine Schlusswertung. Wir haben das hier, das sind die sogenannten Siegel. Da muss ich 2 Würfel reinsetzen, hatten wir schon. Warum? Weil 2 Würfel fällt, da darf auch der nächste drauf. Also darfst du aus, wenn du Bock hast, da noch drin, zahlst halt erstmal 4. Du kriegst dann das, was du nehmen willst und was dein Würfel sagt. Also kannst halt jetzt das oder das nehmen. Die 3 oder 4 gehen nicht. Das ist das Pfeffersiegel, das Seidesiegel und das Goldsiegel. Und das unten ist das Spielende-Siegel. Thematisch gut benannt. Du hast, wenn du das kriegst, kriegst du automatisch noch eine Jade dazu. Wenn du das nimmst, kriegst du 2 Jade dazu. Wenn du das nimmst, kriegst du 3 Jade dazu. Einfach mal so direkt Cash auf die Hand geschenkt. Was bringen die?
Nehmen wir an, du machst das jetzt so, nimmst dir das Pfeffersiegel. Ja, legst du das erstmal so zu dir hin. Das heißt, du hast jetzt die Erlaubnis, die Pfefferroute zu nutzen. Es gibt hier manche Wege, die haben die Bedingung, dass du das Siegel haben musst. Seide, Seide, Gold, Gold, Pfeffer, Pfeffer. Okay? Die Routen darfst du nur nutzen, wenn du das Siegel auch hast. Okay? Weiter kannst du irgendwann im Laufe des Spiels, wenn du dran bist, musst dran sein, aktiv dran sein, das hier bezahlen, indem wir 5 Geld und 2 Pfeffern, dann darfst du es umdrehen. Wenn du es umgedreht hast, dann hast du es freigeschalten, der Haken hier. Du kriegst dann jede Runde, wir erinnern uns an das Ausrufezeichen, wann immer ich ein Ausrufezeichen habe, kriege ich das zu Beginn der Runde, das Zeug, darf ich eine Jade nehmen. Zack, kriegst du einfach. Okay? Das ist erstmal soweit in Ordnung. Außerdem kann es sein, dass du es für die Schlusswertung brauchst, dazu komme ich noch. Und es gibt hier 3 Sonderstädte, seht ihr, die haben Aktionen. Ja, das ist Merv, Bagdad und Ormus. Wenn du da reinsetzt, das kann jeder machen, ist jetzt auch hier nicht mal dein Würfel, also nehmen wir mal an, du bist schon hier, irgendwo hast dein Häuschen da, setzt da rein, alles gut, kriegst einfach mal 7 Kohle. Ja, nice Sache. Allerdings hast du das blöde Siegel nicht. Ja, weder so, oder du kannst auch sagen, du hast es so, aber noch nicht umgedreht. Dann kriegst du nichts weiter. Jetzt kommst du daher und bist natürlich auch schon da. Sonst funktioniert das. Oder hast du überhaupt ein Haus da? Ist ja völlig wurscht, ob du da bist oder ein Häuschen da. Und sagst, ja, ich setze jetzt hier mal eine 5 an. Sind ja auch 2 Felder, danach ist es dicht. Auch da selbe Farbe wieder. So, du kriegst jetzt auch 7 Geld. Außerdem bekommst du, du hast eine 5 eingesetzt, 2-mal dein Siegel als Bonus. Mhm. Du kriegst also nochmal 2 Jade dazu. Mhm. Okay? Aber nur, weil du es aktiviert hast. Mhm. Wenn es so noch rumliegen würde, dann hast du es nicht aktiviert. Hier kann man bauen, obwohl da keine... Ja, das ist gerade noch so, okay, sorry, das ist noch Prototypengrafik. Ja. Das sind im Prinzip genauso Städte wie die anderen. Mhm. Sind nur anders dargestellt, weil sie noch eine Sonderaktion haben. Der Erste hat keine Belohnung bekommt. Entschuldige? Der Erste hat deshalb auch keine Belohnung bekommen. Genau, es gibt keine, wie du richtig sagst, es gibt keine Belohnung für den Ersten. Ist im Prinzip sowas wie eine blaue Stadt mit einer Sonderaktion, nur eigentlich eine dritte Art von Stadt. Aber du kannst, jeder kann Häuser reinsetzen, ist nach wie vor, gibt für jeden Platz. Du, wie gesagt, auch jeder bekommt diese Aktion, der da reinsetzt, also oder diesen Bonus 7 Geld oder ein Set von Rohstoffen oder 4 Kamele. Du bekommst zusätzlich etwas, wenn du das Siegel freigeschalten hast. Das ist also dein Anreiz, es erstens früh freizuschalten, weil du immer eine Dauerbelohnung bekommst. Hier gibt es 2 Punkte, hier gibt es 2 Kamele. Könnt ihr auch jederzeit nachschauen, wenn ihr wollt. Ist auch so, jeder Spieler kann jedes Siegel nur einmal haben. Also ich kann nichts wegnehmen oder sowas, sondern ich nehme einfach nur ein Siegel pro Person. Frage, diese Route zu benutzen, muss ich es nicht nur haben, sondern ich muss es auch freigeschaltet haben? Nein, du kannst es auch einfach nur haben. Ja. Alles klar. Genau. Ja. Ist okay. Ja. Ist okay. Mhm. Nee, also du, für die Route selber brauchst du es einfach nur zu haben. Wenn du es weiter nutzen willst für andere Dinge, zum Beispiel für die Städte oder für die Schlusswertung, dazu komme ich gleich, dann musst du es aktivieren. Dann musst du es rumdrehen. Mhm. Die nehme ich dir mal wieder weg, sorry. Ja. Ist doof, gell? Als letztes gibt es noch das hier. Das hier hat keine Belohnung für die Wege. Wenn ich das allerdings aktiviere, bekomme ich erstens mal jede Runde 5 Geld und ich bekomme eine +1 für die Schlusswertung. Was genau das bedeutet, dazu komme ich gleich. Das haben wir schon erklärt. Die Karten funktionieren genauso wie üblich. Der Würfel bestimmt, wie oft ich etwas machen kann und das andere sagt die Aktion. Jetzt darf ich 5-mal die Aktion ausführen, 2 Kamele zu zahlen, um einen Schritt zu gehen. Ich darf 5-mal ein Kamel und eine Jade ausgeben, um 3 Punkte zu bekommen. Ich darf 5-mal etwas bezahlen, um das freizuschalten. Wenn das hier bedeutet, ich darf blaue andere Städte freischalten, wo ich bereits ein Haus habe. Ich darf nicht doppelt machen, also nehmen wir an, du machst es und du hast aus irgendeinem Grund hier und hier ein Haus. Dann darfst du jetzt bis zu 2 zahlen und da das auslösen und dir nehmen.
Warum nur die beiden? Ja, das macht keinen Sinn, weil um da oben zu sein, musst du natürlich auch ein Haus da haben. Du kannst also alle drei machen und dann würdest du das auch noch auf das oben. Du darfst jetzt aber nicht zweimal das nehmen. Mhm. Geht es nur einmal. Kashka hat sowohl eine Karte als auch eine blaue Stadt, okay? Ja, alles klar. Ist also eine Sonderstadt einfach. Gut. Mal kurz rückfragen, hast du wieder vergessen. Ja. Wo kriege ich die Siegel her? Wo nicht? Hier. Da, genau. Ja, das ist ein Aktionsfeld, ein eigenes, da musst du hinsetzen. Hab's wieder gefunden. Ja. Und dann kriegst du, wenn du mindestens eine 2 des, mindestens eine 3 des, mindestens eine 4 des, mindestens eine 1 ja. Das untere, mindestens eine 1 ist relativ easy schaffbar. Genau. So, was, das war's jetzt von den Sachen. Wir haben die Schlusswertung, dann kommen noch die Charaktere, die neuen. Dann haben wir es. Schlusswertung. Ihr seht hier einen Haufen Symbole. Mhm. Ja? Es sind 9 verschiedene an der Zahl. Das heißt, du schaltest andere blaue oder schaltest blaue Städte auch frei. Oder nicht schaltest sie frei, sondern du löst sie aus, du aktivierst sie, du kriegst sie. Überall von denen, wenn ich mich hier hinstelle, ja, darf ich zahlst du bis zu 3 Geld. Genau, darf ich bis zu 3 Städte, in denen ich ein Haus schon habe. Noch auslösen. Genau. Nochmal auslösen, weil genau. Das ist ja eigentlich ein Ertrag am Anfang der Runde. Okay. Das sieht man fast kaum deswegen. Ja. 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 Man sieht nicht, dass es blau ist. Genau, das ist dieses kleine blaue, ja, ja. Ja, ja, genau. Ja, ja. Okay. Normalerweise kriegst du die blauen Städte ja in dem Moment, wo du dein Haus reinsetzt, einmal und dann zu Beginn jeder Runde kriegst du den Ertrag. Und dann damit, mit der kannst du es auch nochmal freischalten. Die ist jetzt in der ersten Runde, da wird also wahrscheinlich nicht so oft genutzt werden, aber kann generell noch einmal genutzt werden. Ja. Kleinigkeit noch, ihr erinnert euch, wenn ich das vorletzte Haus loswerde, kriege ich 5 Punkte. Wenn ich das letzte Haus loswerde, 10. Es ist jetzt sogar das vorvorletzte Haus, gibt auch schon 5 Punkte. Es gibt 9, derer gibt es 9. Es gibt manche, die haben das gleiche, also zum Beispiel die 3 haben das gleiche Symbol hier, während Ormus einfach nur alleine ist und die beiden haben dasselbe und so weiter. Grundsätzlich wollt ihr viele verschiedene sammeln. Mhm. Ja? Es gibt 9 verschiedene. Wenn ihr 9 verschiedene sammelt, kriegt ihr am Ende 17 Punkte. Sammeln heißt ein Haus da haben. Ja, und dafür plus 1. Genau. Es gibt ab und zu diese plus 1, zum Beispiel hier auf dem Siegel könnt ihr einmal plus 1 bekommen. Es gibt Aufträge, und zwar es gibt genau 2 im ganzen Spiel, die jetzt zufällig beide schon hier auslegen. Ah, das hast du vorhin gemeint? Ja, wenn ihr es schafft, auf diese 13 zu kommen, gibt es 43 Punkte. Das geht aber hauptsächlich durch diese Karten. Ihr bekommt von den Karten 3 Stück am Anfang, sucht euch eine aus. Das sind die Spielende-Karten. Okay? Die schauen folgendermaßen aus. Die haben immer 4 Informationen drauf. Es können entweder so sein, da sind 4 mal plus 1 drauf. Oder auch zum Beispiel nur 2 mal plus 1 und 2 Siegel. Mhm. Wenn ihr die Siegel habt, dann heißt es einfach nur, habt die am Ende aktiviert. Da ist noch kein so ein Haken drauf, aber das heißt, ihr müsst die aktiviert haben. Zack, zack, hast du geschafft, kriegst 7 Punkte nochmal. Okay? Außerdem heißt es, wenn du ein Haus auf dem Kleeblatt hast und auf dem Teekessel, dann bekommst du da plus 2. Wenn du das jetzt so hättest, dann hättest du genau 1, 2, 3, 4, macht 4, macht fette 4 Punkte. Ja? Ist noch ausbaufähig, sag ich mal so, ja. Aber du hast recht, besser als einer. Geht noch mal deutlich weiter nach oben. Ja, also ihr möchtet möglichst viel verschiedene sammeln. Ihr bekommt plus 1 entweder durch das hier, durch die Aufträge oder durch das hier. Das heißt nichts anderes, als wenn du beim Kleber bist, dann zählt es 2. Mhm, genau. Am Ende des Spiels kann man es zur Einfachheit halber machen. Man stellt die Häuser dahin zur Schlusswertung und keine Ahnung, du hast halt dann nochmal eins hier und eins hier. Dann stellst du das halt dahin, zack, zack. Und dann sehen wir, aha, du hast 4 plus 1, 2, whatever. Und dann kannst du halt ausrechnen, was du hast. Das ist nichts anderes als eine Abrechenhilfe, was da oben. Okay? So, jetzt haben wir es fast. Jetzt kommen noch die Charaktere. Bevor ihr die Charaktere auswählt, gebe ich euch schon die Spielendekarten. Dann könnt ihr die, wenn ihr meint, das schon einschätzen zu können, aufeinander abstimmen. Alle neu. Also man kann ein paar von den alten nutzen, aber grundsätzlich gibt es natürlich neue. Es gibt noch einen mehr, der aber gerade nicht so funktioniert, deshalb hole ich den raus. Aber es sollte euch reichen zum Ersttest. Was können die? Der hier ist der neue Schnorrer. Genau, es gibt ja keinen Marktplatz mehr, wo man schnorren kann, also muss es einen neuen Schnorrer geben.
Grundsätzlich bekommt der als Startkapital eine Jade jede Runde. Außerdem bekommt er jedes Mal, wenn jemand einen dieser Stadtboni auslöst, bekommt er den zu sich gelegt und kann ihn einsetzen, wann er will. Wenn er es selber macht, dann muss er es sofort machen. Nee, stimmt nicht. Er bekommt die immer zu sich und kann sie auslösen, wann er will. Mhm. Ja? Das ist also auch bei dem hier, kriegst du den zu dir und kannst ihn auslösen, wann du willst. Okay? Auch wenn es jemand anders macht, kriegst du den zu dir und kannst ihn auslösen, wann du willst. Mhm. Ist aber natürlich, wenn es keine mehr gibt, gibt es keine mehr. Erleichtert einmal den Einstieg ins Spiel. Ja, ziemlich stark sogar. Ja. Genau. Ja, außer die anderen bewegen sich partout nicht. Hast du ja noch nie gesehen, das habe ich ja von dir gehört. Ja, es stimmt, ja. So gar nicht, aber es gibt tatsächlich, wenn der im Spiel ist, gibt es manchmal Bewegungshemmungen. Das gibt's. Er hier bekommt einfach immer, wenn er einen Würfel neu würfelt, Dinge. Ja, nehmen wir mal an, das war dein Wurf. Dann bekommst du jetzt für den Einser 2 Geld, für den Dreier 1 Kamel, für den Vierer auch 1 Kamel und für die 2 Vierer, für die anderen, darfst du dir entweder 2 Kamele nehmen oder ein Gold. Es gibt also die 3er-4er-Spalte, die 2er-5er-Spalte und die 1er-6er-Spalte. Für Einzelwürfel musst du dir immer das nehmen, was da steht. Für Pesche kannst du dir was anderes nehmen. Okay? Mhm. Gilt auch für schwarze Würfel. Wollte ich gerade fragen, auch für den schwarzen. Ja. Schwarzwürfel kriegst du immer nur einfach, also gibt es da keine Pesche. Und gilt auch für Neuwürfel, wenn ich einmal einen Würfel neu würfel? Nein, okay. Gilt da nicht. Immer wenn du einen zum ersten Mal würfelst in der Runde den Würfel. Sonst hättest du irgendwie so eine blöde Schleife drin, das wollen wir nicht. Hier, das ist der Humpler oder Marathonläufer, wie auch immer. Der darf diese beiden Felder hier nicht nutzen. Ja, ist einfach verwehrt. Und das war es nicht. Politik der kleinen Schritte. Aber? Genau. Aber er zahlt keine Geld- und Kamelkosten auf den Plan. Wie nämlich? Schauen wir mal. Gegen den Startspieler wird ausgesucht. Er muss nach wie vor Jade zahlen und Siegel beachten. Ja, okay, ist ein Schwester zu einfach. Ja, ist trotzdem. Und wir erinnern uns, dieselbe Farbe darf nicht nochmal da drauf. Läuft maximal 2 Schritte pro Runde. Nein, nicht zwingend. Es gibt ja andere Karten. Aufträge auch. Genau, aber darüber maximal 2. Über das System, ja. Das heißt ja nicht, dass er mehr als einen Schritt laufen kann. Es ist ja mir nur verboten, diese beiden Felder zu nutzen. Also er darf durchaus hier hingehen, 8 Kamele ausgeben und 4 Schritte laufen. Ja. Das darf er. Es ist nur verwehrt, diese beiden Felder zu nutzen. Dementsprechend wird aber selten Startspieler, außer es macht keiner irgendeine der Aktionen. Es gibt eine Person mehr. Wir erinnern uns, gibt es auch ein Grundspiel. Ich kann mit beiden den Zug aufteilen. Ich kann bei beiden ein Haus setzen, wo ich lande und so weiter. Außerdem bekomme ich am Anfang der Runde eines meiner Ausrufezeichen verdoppelt. In der ersten Runde spielt es natürlich keine Rolle, weil ich noch nichts habe. Außer tatsächlich, ich habe ja nur einen Charakter. In der ersten Runde habe ich das nicht. Wenn ich aber versuche halt möglichst schnell mit dem irgendwas zu erreichen und dann kriege ich das doppelt ausgeschüttet. Oder am Ende irgendwann kann ich mir natürlich andere aussuchen. Der kriegt eine Sache doppelt und er hat 2 Leute, mit denen er sich bewegt. Bewegung nicht aufteilbar. Doch. Okay. Doch, absolut. Absolut, ganz wichtig. Das darfst du machen. Und damit auch 2 Häuser bauen. Ja, das, genau. Das war die Frage. Nee, hat er gesagt. Achso. Ja, war ich nicht zu. 2 Geld am Anfang der Runde. Wenn ich einen Auftrag erfülle, bekomme ich eine Jade. Einfach mal so geschenkt. Für jede Jade, die ich bekomme, bekomme ich einen Punkt. Okay? Jeder Auftrag ist dementsprechend schon mal pauschal einen Punkt mehr wert, weil ich eine Jade bekomme. Okay? Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Genau, also hier, wenn ich da hinsetze, kriege ich einfach nochmal 2 Punkte drauf. Wenn ich hier den Vierer kriege ich 3 Punkte dazu. Wenn ich, keine Ahnung, das hier ausgelöst habe, kriege ich jede Runde 2 Punkte anstatt nur einen, weil da gibt es ja noch mehr dazu und so weiter. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Das bekomme ich in dem Moment, wo ich den Auftrag auslöse. Das ist wie, als würde hier eine weitere Jade dazu abgebildet werden bei dem Auftrag. Der letzte ist der Oasenspringer. Der ignoriert Oasen beim Bewegen.
nicht nur, dass es sie ignoriert, also keine Ahnung, wenn du jetzt hier hinlaufen würdest, wäre das einfach nur ein Schritt für dich. Du müsst nach wie vor beide zahlen, also 4 Kamele zahlen, aber nachdem du das gemacht hast, bekommst du 3 Geld, 1 Kamel und 3 Punkte. Aber du musst vorher 4 Kamele gehabt haben. Genau, ja, du musst vorher gehabt haben, kriegst aber dann eine Belohnung von deinen Spezeln, die da in der Karawane hocken und normalerweise von allen anderen abkassieren. Die geben dir noch so ein bisschen was zurück. Das gilt nur, wenn er über Karawanen läuft? Ja, auf Basen läuft. Nur wenn, genau. Entschuldigung, wenn er über... Ja, 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 genau. Mhm. Ja. Du kannst nicht eine Oase mehrfach werten in der Runde, also du kannst nicht aus irgendeinem Grund 1, 2, 3, 4 laufen oder sowas, dann zählt es nur einmal. Du kannst aber durchaus 1, 2, 3, 4 laufen, dann würdest du alle 3 Oasen machen. So viel Geld möchte ich gerne machen. Ja, das ist so eine kleine, kleine Schwierigkeit an der Sache, aber das ist in der Theorie einfach mal so zu erklären.